Kommen wir nun zum Thema der Programmiersprachen. Man kann sich natürlich fragen, oder Sie als Programmieranfänger fragen sich vielleicht, wieso gibt es eigentlich nicht nur eine Programmiersprache? Wieso gibt es so viele Programmiersprachen? Ja, hier sind immer ein paar Klassifikationsmöglichkeiten angeführt, durch die vielleicht diese Frage beantwortet werden kann. Wer ist denn der Anwender von Programmiersprachen? Es gibt Anfänger und es gibt Experten. Und Anfänger, die müssen mit sehr viel einfacheren Konstrukten, Konzepten anfangen als Experten, die ja schon programmieren können und sehr viel komplexere Konzepte, Konstrukte einsetzen können. Das heißt, es gibt speziell Programmiersprachen für Anfänger, die einfach aufgebaut sind, einfache Konzepte haben. Und es gibt Programmiersprachen für Experten, mit denen man sehr effizient bestimmte Probleme lösen kann. Eine zweite Klassifikationsmöglichkeit ist der Abstrahierungsgrad. Es gibt Programmiersprachen, die sehr maschinennah sind. Das heißt, die orientieren sich von ihren Konzepten, Konstrukten an dem, was Computer können. Und es gibt sogenannte problemorientierte Programmiersprachen, die orientieren sich von den Konzepten und Konstrukten her eher an dem, wie Menschen an das Lösen von Problemen herangehen. Solche Programmiersprachen werden dann häufig oder Programme, die mit solchen Programmiersprachen formuliert sind, werden dann häufig von Compilern in eher maschinennahe Programme kompiliert, überführt. Dann die Komplexität. Es gibt Programmiersprachen, die sehr problemspezifisch konstruiert sind. Das heißt, hiermit lassen sich sehr gut Probleme einer bestimmten Problemklasse lösen. Andere Programmiersprachen haben den Anspruch, sogenannte General-Purpose-Programmiersprachen zu sein, mit denen man quasi alles machen kann. Sehr wichtig ist der Begriff der Programmierparadigmen. Man kann nämlich Programmiersprachen im Allgemeinen in verschiedene Klassen, in verschiedene Programmierparadigmen einordnen. Hier gibt es, oder man unterscheidet hier heute, folgende fünf Programmierparadigmen, die imperativen Programmiersprachen. In imperativen Programmiersprachen sind Programme dadurch gekennzeichnet, dass sie zusammengesetzt sind aus Anweisungen, die in bestimmten Reihenfolgen ausgeführt werden. Funktionales Programmierparadigma, hier werden Programme aufgefasst als mathematische Funktionen. Beispiele für imperative Programmiersprachen sind, habe ich vergessen, Pascal, Modula und so weiter. Funktionale Programmiersprachen. Hier sind bekannte Programmiersprachen Lisp, Scheme oder Haskell. Dann gibt es das Programmierparadigma der prädikativen Programmiersprachen oder logikbasierten Programmiersprachen wie Prolog beispielsweise. Programme bestehen hier aus Fakten und Regeln. Fakten sind gültige Eigenschaften. Und Regeln beschreiben oder mit Hilfe von Regeln kann man gültige Eigenschaften oder aus gültigen Eigenschaften weitere gültige Eigenschaften schließen. Dann gibt es regelbasierte Programmierparadigma. Hier sind Programme aufgebaut aus Wenn-Dann-Regeln. Wenn irgendwas ist, dann tue Folgendes. Ein Beispiel ist die Programmiersprache OPS5. Und dann gibt es das objektorientierte Programmierparadigma. Hier bestehen Programme aus Objekten, die bestimmte Aufgaben erledigen und die mit anderen Objekten über Nachrichten kommunizieren. Ein Beispiel ist die Programmiersprache Smalltalk. Häufig kann man aber auch sagen, dass Programmiersprachen nicht nur einem einzelnen Programmierparadigma zugeordnet werden kann, sondern mehreren. Beispielsweise würde ich Java als imperative, objektorientierte Programmiersprache bezeichnen. Java-Programme sind objektorientiert, das heißt bestehen aus Objekten, aber intern sind Objekte realisiert mit Hilfe von imperativen Sprachkonzepten. Wenn man sich Programmiersprachen anschaut, kann man verschiedene Abstraktionsebenen unterscheiden. Diese vier Abstraktionsebenen sind hier mal aufgeführt. Auf der untersten Ebene findet sich die Lexikalik. In der Lexikalik wird beschrieben, welche Zeichen
und Wörter gültige Zeichen und Wörter der Sprache sind. Wenn man beispielsweise festlegt, dass Programme, die in einer Programmiersprache beschrieben werden, nur aus Buchstaben bestehen können, dann ist das die Lexikalik. Dann sind alle Sonderzeichen ungültig und führen dazu, dass Programme natürlich in dem Sinne keine Programme dieser Programmiersprache sind. Das heißt, die Lexikalik definiert die gültigen Zeichen und Wörter der Sprache. Und darauf aufbauend definiert die Syntax den korrekten Aufbau von Sätzen der Sprache. Das heißt, gegeben, man hat irgendwelche Zeichen, gültige Zeichen und Wörter einer Sprache, dann definiert die Syntax, in welcher Reihenfolge diese Zeichen und Wörter in einem Programm vorkommen können. Darauf aufbauend wiederum definiert die Semantik einer Programmiersprache die Bedeutung von syntaktisch korrekten Sätzen der Sprache. Das heißt, ja, die Syntax bis zu diesem Schritt hat man ja nur Mengen von Zeichen und über die Semantik wird dann festgelegt, was passiert letztendlich, wenn ein bestimmter Satz der Sprache ausgeführt wird. Die Pragmatik definiert letztendlich den Einsatzbereich einer Sprache. In welchem Problemumfeld kann diese Sprache vorteilhaft eingesetzt werden?